Hallihallo und herzlich willkommen zu Mega Man The Wily Wars mit Lubu zu meinem weiteren Let's Play. Heute steht auf dem Programm Mega Man 3. Und Leute, die 2 gesehen haben, haben gesehen. Ich habe mich so derbe aufgeregt, weil das so fucking schwer war. Ich hoffe, 3 ist nicht so, aber so wie ich es in Erinnerung habe von meiner Kindheit, ist es nicht. Ja, das ist das letzte Ding und ich freue mich so sehr. Ich freue mich wirklich. Wir fangen auch direkt an und hätten hier unter anderem Sparkman, Snakeman, Needleman, Topman, der ein bisschen komisch aussieht, Shadowman, Magnetman, Geminiman und Hardman. Und ihr hört die Musik, die fetzt auf jeden Fall. Also ich dachte schon bei Mega Man 2 ist geile Musik, aber die hier... Und ich spiele jetzt Mega Man 3 durch für euch. Wir fangen direkt an auch mit Snakeman. Und ihr seht Mega Mans Augen. Unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Oh, guck mal. Oh mein Gott. Ich bin Mega Man. Meine Augen. Mega Man können wir leider nicht wählen. Aus welchem Grund auch immer. Er ging sich selber zu fighten, wäre auch scheiße. Fangen wir an mit Snakeman. Ja, als ich Snakeman im Animated Cartoon gesehen habe, scheiße. Also, der hat zu nichts gebracht. Also, denke ich mal, kann er hier auch nichts machen. Und, oh Gott. Ja. So. Und wie ich schon in den anderen Teilen gesagt habe, ab dem dritten Teil, so wie ich mich recht erinnere, hä, was? Kann man sliden. Und ja, man kann. Einfach runterdrücken und die Sprungtaste. Und wir sind der Slider. Gott. Hier, komm. Menü haben wir natürlich auch mit den ganzen Powern. Finde ich diesmal sogar besser, weil alles so übersichtlich ist. Und wir haben sogar irgendwas. Rush. Wir haben Rush. Ohne irgendwas getan zu haben, haben wir Rush. Ist das nicht toll? Oh Gott. Und farblich natürlich sowieso geil. Wobei das hier alles irgendwie aussieht wie eine Kanalisation. Big Snake. Snakes on the Plane. Apropos auch ein geiler Film. Und die Musik. Oh, die, oh herrlich. Vorteilhaft. Ich brauche gar nicht mehr so stark zu rennen. Ich kann hier... Oh, ich nur... Das... Oh, doch. Okay, ich dachte schon. Was ein Bug. Ich kann sliden. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön, wenn ich gerade einen Lag habe. Oh, Stabhochspringer. Horst. Stabhochspringer Horst. Hier. Ja, hätten wir ihn, wollte ich sagen. Aber ach, vergiss das einfach. Oh, wieder. Alles Athleten hier. Ein Kugelweitsteinwerfer hier. Und aufladen können wir wieder nicht. Also ich denke, aufladen kann man wirklich nur ab... Mega Man 4 war das, glaube ich, für den NES. Ja. Aber die NES-Versionen, die werde ich nicht spielen, weil es gibt davon einfach genug. Also jeder hat schon die NES-Version durchgezockt. Yeah. Oh. Okay. Ein Trank wäre natürlich viel, viel besser, aber das Schicksal meint es eben gut mit uns. Wie gesagt, also NES-Version einfach zu oft schon hier auf YouTube. Das wollte ich nicht. Da habe ich gedacht, okay, The Wily Wars finde ich persönlich sowieso besser. Mache ich das Ganze einfach mal. Ja, hier ist es, ne? Der letzte Teil, Mega Man 3. Ich freue mich, oh. Ich freue mich so sehr, dass ich den zweiten nicht mehr anfassen muss. Leute, wie ich mich aufgeregt habe. Ey, ich musste sogar neue Aufnahmen machen, weil ich habe geflucht bis zum geht nicht mehr. Bis zum Verlust der Muttersprache. Und deshalb dachte ich mir, komm, das kannst du euch nicht antun. Vielleicht irgendwann mal in einem Ausraster-Special. Ah, oh. Schön wäre es auch, wenn er runtergefallen wäre, ne? So wie hier gleich. Idiot. Ja, hoch hinauf geht's erstmal. Was ist denn das? Ja. Nix. Also 3 ist noch... Habe ich noch in Erinnerung. Eigentlich nicht. Also von den Bossen her vielleicht. Aber eigentlich ist das Blind. Aber ich setze kein Blind hin, weil wie gesagt, ich habe das von meiner Kindheit habe ich das noch in Erinnerung. Und deshalb
ist das kein Blind. Aber die anderen, die nachfolgenden, werden auf jeden Fall Blind sein. Was mein nächstes Mega Man sein wird, ich weiß nicht. Nach der Reihe zu gehen, würde ich gerne. Also ich würde weitermachen mit Mega Man 7. Für den N in Super Nintendo, glaube ich. Und dann Mega Man 8 und so weiter. Und dann halt mit X. Aber... Och, da wären wir auch schon. Aber ich weiß nicht, irgendwie, ich habe Mega Man X8 hier rumliegen. Was mich persönlich in den Fingern juckt. Und vielleicht wird das mein nächstes Projekt sein. Und mal schauen, mal schauen. Erstmal das hier zu Ende und ja, gucken wir einfach mal dann. Wie gesagt, Snake Man, gleich, Kampf ready. Ich habe keine Waffen, gar nichts. Gucken wir einfach mal, wie er sein wird. Oh, da ist er schon. Farblich natürlich getarnt. Getarnt, der Gute. Ja, okay. Okay, so schwer ist er nun auch wieder nicht. Oh, ich wusste es doch. Er hat in der Serie gelähmt, also ist er hier auch nicht besser. Okay. Wie viel ziehe ich dem ab? 1, ne? Pro Schuss, ja. Ja. Okay, er ist wirklich, also... Er ist... nicht besonders. Nee, der ist... Komm, also bitte. Der ist easy. Den haben wir gleich. Irgendwann mal. Oh, Hilfe. Nein, nein. Oh, okay. Ich dachte schon, er erwischt mich. Ja, kannst mich ruhig erwischen. Es ist wirklich leicht. Also im Gegensatz zu Mega Man 2 ist Mega Man 3 easy. Wobei ich hier auch keinen Schwierigkeitsgrad ausgesucht habe, sondern ja, wie ihr so gesehen habt, einfach Press Start und gib ihm. Oh! Das habe ich natürlich nicht in Erinnerung, wie Mega Man seine Power absorbiert. Von der... Oh, geil. Snake Man. Sieht aus wie... Sieht scheiße aus. Ja. Er hat grüne Schlangen, ich habe blaue Schlangen. Scotty, hoch. You got Search Snake. Die Pose von Mega Man natürlich auch atemberaubend. Farbe, ja, grün. Snake, ne? Das war's mit Snake Man. Gleich geht's weiter im nächsten Part mit... Top Man. Also, bis gleich.